Sigrid Maurer von den Grünen ist am Wort. Ich wollte gestern am Abend um 18 Uhr zur Demo gehen in Wien. Mensch sein in Österreich, aber so weit bin ich nicht gekommen. Ich bin am Westbahnhof stecken geblieben und ich habe den gestrigen Abend und einen Großteil der Nacht dort verbracht und auch am Hauptbahnhof mit hunderten Unterstützerinnen, mit hilfsbereiten Passantinnen, mit Aktivistinnen und mit hunderten Flüchtlingen. Und ich möchte die Gelegenheit hier nutzen, im Hohen Haus, in diesem oft allzu Hohen Haus, ein bisschen darüber zu berichten. Gestern Nachmittag hat sich die ungarische Polizei plötzlich und unerwartet vom Hauptbahnhof in Budapest zurückgezogen. Im Raum Budapest lagern tausende Flüchtlinge. Wir wissen, Ungarn stellt keine Unterkünfte bereit. Die Situation dort ist verheerend. Es waren sogar Kinder ins Gefängnis geworfen und alle wollen weg, aber sie dürfen nicht. Und gestern hat es diesen Korridor gegeben. Plötzlich ist die Polizei weg und die Flüchtlinge durften die Züge besteigen und nach Österreich fahren. Spricht man mit den Flüchtlingen, die aus Ungarn kommen, sie wollen nicht darüber sprechen, weil es dort so schrecklich ist. Diese Flüchtlinge sind gestern Nachmittag in Wien angekommen, beziehungsweise sind durch Wien durchgefahren, nach Linz, nach Salzburg und weiter nach München. Und es haben sich spontan Passantinnen, hilfsbereite Aktivistinnen, die das gelesen haben, zum Hauptbahnhof bzw. zum Westbahnhof bewegt und Wasser, Obst und andere Artikel gebracht, um die Menschen zu unterstützen. Das war keine konzertierte Hilfsaktion von NGOs oder Hilfseinrichtungen, geschweige denn natürlich nicht vom Ministerium, sondern es waren engagierte Bürgerinnen, die beherzt in der Situation reagiert haben und dort innerhalb kürzester Zeit Hilfs- und Unterstützungsstruktur aufgebaut haben, die ihresgleichen sucht. Später sind auch die ÖBB und die Caritas hinzugekommen und haben unterstützt. Alle Supermärkte rund um den Westbahnhof sind innerhalb kürzester Zeit leer gekauft gewesen, weil diese privaten Menschen alles ausgekauft haben an Wasser, an Obst, an Windeln, an Babynahrung, was irgendwie zu haben war. Dasselbe passiert ist in Linz, in Salzburg, solange die Leute noch dorthin gekommen sind. Mehr als 50 Dolmetscherinnen waren am Westbahnhof und haben den Flüchtlingen erklärt, was die Lage ist, dass sie sicher sind in Österreich, dass sie weiterfahren dürfen nach Deutschland, wo sie hinwollen. Und das ist auch so passiert. Viele sind am Westbahnhof gestrandet. Es haben mehrere hundert Flüchtlinge heute Nacht dort übernachtet. Ohne Unterstützung staatlicher Seite, sondern mit dem großen Engagement der ÖBB, der Caritas und ganz, ganz vieler Helferinnen. Ich habe um 2 Uhr in der Früh sind wir zum Hauptbahnhof gefahren, weil dort auch einige gestrandet sind. Und ich habe dann mit einem Syrer geredet, Mitte 20 wahrscheinlich, der mir die Fotos auf seinem Handy von seiner 2 Monate alten Tochter gezeigt hat. Er hat die Geburt abgewartet mit seiner Frau und ist dann so schnell wie möglich aufgebrochen nach Europa, um seine Familie zu retten. Er möchte nach Amsterdam, weil dort die Familienzusammenführung schneller geht, das glaubt er, weil er sagt, er kann nicht 2 Jahre warten, bis er seine Tochter wieder sieht. Er sagt, there is no life in Syria, es gibt kein Leben in Syrien und er ist in Todesangst und hat diese ganzen Risiken auf sich genommen, um hierher zu kommen. Von diesen 3.600 Flüchtlingen, die gestern durch Österreich gefahren sind oder hier übernachtet haben, haben nur nicht einmal 10 Asyl in Österreich angesucht. Die Bilder aus Dreiskirchen, die Situation, die absolut unmenschliche Unterbringung, die Obdachlosigkeit hat sich herumgesprochen. Österreich gilt nicht als solidarisches Land unter den Flüchtlingen, sie wollen weiter. Wenn die österreichische Regierung, wenn die Politik, wenn wir alle so solidarisch agieren würden, wie die Menschen, die gestern am Westbahnhof und am Hauptbahnhof und auch an allen anderen Bahnhöfen geholfen hätten, wenn alle so solidarisch wären wie die 20.000 Demonstrantinnen, die gestern in Wien demonstriert haben, die 3.000 in Linz, heute Abend werden es 1.000 in Innsbruck sein. Wenn wir so beherzt agieren würden, dann hätten wir nicht mehr die Notwendigkeit, von einer Flüchtlingskrise zu sprechen. Die Voraussetzung für diese Hilfe ist aber,
dass die Leute überhaupt legal nach Österreich kommen können. Und das ist nicht der Fall. Der Korridor von Ungarn nach Österreich ist seit Stunden wieder geschlossen. Die Polizei hat in Ungarn, in Budapest, den Bahnhof geräumt. Die Menschen können den Bahnhof wieder nicht mehr verlassen. Sie sind dort, sie stecken dort fest. Und es liegt, wir müssen legale Wege für die Einreise nach Europa, auch für die Einreise nach Österreich schaffen, damit die Leute bei uns ankommen. Und aus diesem Grund möchte ich den folgenden Entschließungsantrag einbringen. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, eine legale Einreise für Asylsuchende, insbesondere durch Wiedereinführung von Asylantragstellungen bei österreichischen Botschaften zu ermöglichen und sich für die Einführung dieses Modells auf EU-Ebene einzusetzen. Zweitens, sich statt des unsolidarischen, ungerechten und nicht funktionierenden Dublin-Systems für solidarische und fixe Aufnahmequoten für alle EU-Länder einzusetzen. Drittens, sich aktiv für die Schaffung sicherer Schutzkorridore und Fluchtwege über das Mittelmeer im Rahmen eines EU-Einsatzes einzusetzen, der gemeinsam aus EU-Geldern gezahlt wird. Und viertens, sich auf EU-Ebene für solidarische, finanzielle und organisatorische Unterstützung jener Häfen und Länder einzusetzen, in denen diese Schutzsuchenden zuerst in der EU ankommen. Unsere Solidarität ist in dieser globalen, in dieser humanitären Krise, in dieser herausfordernden Situation gefragt, und wir können nicht länger wegschauen. Danke. Die Schaffung einer legalen Einreisemöglichkeit für Asylsuchende sowie die Schaffung eines sicheren Korridors für diese Einreise auch über das Mittelmeer fordert Sigrid Maurer von den Grünen per soeben eingebrachten Entschließungsantrag.